Clubfans, aufgepasst, jetzt schlägt eure Stunde hier bei uns auf CEF-TV. Einfach eine Videobotschaft aufzeichnen und uns per WhatsApp zukommen lassen. Wie das Ganze aussehen kann, ha, so. Für mich ist das, was der Club da zurzeit fabriziert, ein absolutes Geschmarri, wobei ich da weniger in Richtung der Spieler gehen möchte, sondern mehr in Richtung des Vorstandes und des Trainers. Es kann nicht sein, dass ein Trainer der ersten Bundesliga es nicht auf die Reihe bekommt, vor der 60., 70. oder 80. Minute mal zu wechseln. Vor der Winterpause habe ich noch Geld ausgegeben für den Club, bin jeden Samstag oder Sonntag hingefahren und habe mir die Spiele angeguckt. Aber bei der derzeitigen Leistung habe ich keine Lust mehr, Geld dafür auszugeben, für das, was ich geboten bekomme. Es ist einfach nur enttäuschend. Ja, servus, hier ist der Lukas. Ich glaube natürlich, dass sich viele die Saison bis hierher jetzt anders vorgestellt haben. Aber egal, wie unser Club in letzter Zeit gespielt hat, das Feuer der Fans, das brennt immer noch und ich glaube sogar noch stärker als vorher. Und es ist unglaublich cool, dass Fans so hinter einem Verein stehen. Und jetzt nochmal an die Mannschaft, beißt doch nochmal richtig rein. Ihr gehört in die erste Liga, kämpft, werft alles vor, macht den Gegnern ein ungemütliches Spiel und gebt den Fans was zurück. Servus Clubfans, da ist der Peter aus Neukirchen am Sand. Ja, trübes Wetter, trübe Stimmung und passend zum Tabellenplatz auch gleich das schwarze Clubtrikot an. Der Tabellenstand 18 war fast zu erwarten als Aufsteiger. Die Saison habe ich mir schon schwer vorgestellt, aber dass sie tatsächlich zum Teil so deprimierende Züge annimmt, das hätte ich mir jetzt eigentlich nicht einmal in meinen kühnsten Träumen vorstellen können. Und insofern finde ich die Entscheidung, mit Köln in die Rückrunde zu gehen, sehr mutig, um nicht zu sagen fast wagemutig. Also ich glaube nicht mehr, dass man der aktuellen Konstellation Trainer, Mannschaft, Sportvorstand eine erfolgreiche Rückrunde hinlegen können. Und die erfolgreiche Rückrunde kann ja eigentlich nur heißen Klassenerhalt. Egal wie, notfalls Relegation, aber ich glaube nicht mehr dran. Was mich am meisten ärgert aktuell ist tatsächlich die Tatsache, dass wir so viel schönreden beim Club. Man kann dem Clubfan schon vieles erzählen und auch die Wahrheit und wenn sie wehtut, kann man die dem Clubfan auch erzählen. Also wenn was scheiße läuft, kann man das auch genauso sagen als Trainer und als Sportvorstand. Wir Clubfans halten das schon aus. Ich hoffe jetzt trotzdem, obwohl wir jetzt mit unserem Trainer in die Rückrunde gehen, dass wir nochmal alles raushauen, was drin ist. Noch ist die Chance da, der Abstand ist noch nicht unmöglich groß geworden. Gibt alles für uns, für die Fans, dass wir die Liga erhalten oder dass wir zumindest den Anstand absteigen und mit Würde und nicht so wie jetzt, wo wir eigentlich nur noch ein Bild des Jammers abgeben. Letztendlich habe ich immer noch die Hoffnung, wenn ich an die letzte Zeile in unserem Vereinslied denke, die heißt, unser Club wird niemals untergehen. In diesem Sinne, auf geht's. Hallo, hier ist der Gerd. Liebe Clubfans, was in der letzten Zeit über den Club so in der Zeitung steht und was man so hört, ist es traurig. Wenn ein Sportdirektor und ein Trainer sagt, dann steigen wir halt ab, finde ich furchtbar. Da gehört der Sportdirektor und der Trainer weg. Weil ein FCN muss in der ersten Liga bleiben. Tschüss, ade, servus. Ja, servus, hier ist der Christoph aus Oberasbach. Wir stehen um 14:30 kurz vor Wochenende. Das nächste Spiel in Mainz steht vor der Brust. Und ich wollte ein paar Gedanken zum 1. FC Nürnberg loswerden. Ich würde sagen, dass ich seit Oktober eine Meinung habe zu unserem Trainer, die nicht positiv ist, sondern negativ. Im Oktober kommuniziert, er ist absolut nicht kritikfähig und setzt die falschen spielerischen Mittel in der ersten Liga als Aufsteiger an. Ich wurde am Anfang verflucht. Wie kommst du Nörgler Moserer wieder auf die Idee, einen Trainer in Frage zu stellen? Hast du nur vorher mit ihm einen Aufstieg gefeiert? Nee, habe ich nicht, weil wir den Aufstieg ja auch mehr mit Glück geschafft haben. Aber ich will eigentlich sagen, seit Oktober bin ich mit dem Trainer nicht mehr zufrieden, weil ich glaube, dass der unsere Mannschaft nicht besser macht. Die anderen sind nicht immer viel stärker oder sonst irgendwas, sondern ich finde, Spieler wie Leibold oder Behrens sind schlechter geworden, Leistungsträger in der Aufstiegsmannschaft und ich bin der Meinung, der Trainer tut Laufwege wie Laufbereitschaft, aber auch Standards, Möglichkeiten, Tore zu schießen, wenn ich schon nicht aus dem Spiel schaffe, Standards trainieren, nicht hinreichend gut trainieren und das sind Fehler, die wir intern machen, weil er meint, er muss mit spielerischen Mitteln die erste Liga rocken, zu was das führt. Haben wir in der Hinrunde gesehen, 11 Punkte, miserabelste Hinrunde.
Und der Sportvorstand, dessen Aufgabe es ist, da auch mal vielleicht der Kerbe reinzuhauen, was macht der? Stellt einen Blankowechsel aus und sagt, Trainer, mir wurscht, du willst 0 Punkte, das beginnt in die zweite Liga mit dir. Völlig ohne Not, zeigt wieder einmal mehr, der Club ist in vielerlei Hinsicht Amateur. Leider. Schönes Wochenende, servus. Hallo ihr Klubberer da draußen. Auch noch ein kurzes Wort zur derzeitigen Situation von mir. Es sieht im Moment leider Gottes ganz, ganz fürchterlich um uns aus. Wir stehen am 18. Tabellenplatz. Wir bieten die letzten Spiele oder auch schon die letzten Monate katastrophale Leistungen auf dem Platz. Nur, es hilft uns nichts, wenn wir in den verschiedenen Foren uns negativ äußern oder schimpfen auf den Trainer, auf die Spieler, auf was der Geier was. Wir müssen zu unserem Club halten, an anderen haben wir nicht. Und wir müssen gegen Mainz jetzt dann 3 Punkte machen, die sind dringend und zwingend notwendig. Anschließend daheim gegen Bremen gleich noch einmal 3 Pünktler. Und dann können wir so langsam wieder ein Fünkchen Hoffnung haben, dann können wir so langsam wieder anfangen, unseren Club richtig zu unterstützen und anzufeuern, damit er da unten rauskommt. Ja, draufdreschen hilft nichts, unterstützen ist die einzige Möglichkeit. Sollte das allerdings die nächsten 1-2 Spiele auch nochmal schief gehen, aus welchen Gründen auch immer, dann fange auch ich an, schwarz zu sehen. Und das wollen wir nicht. Unterstützt euren Club, helft mir dazu, kommt raus, gegen Bremen und jetzt warten wir halt mal ab, was in Mainz passiert. Ein bisschen Hoffnung habe ich noch. Dankeschön.